Digital Humanities klingt super. Aber was ist das eigentlich? Ganz einfach. Wir verbinden Informatik und Geisteswissenschaften. Dieser junge Mann hier wird euch vielleicht nichts sagen, aber das hier war Joachim Camerarius, einer der wichtigsten Philologen des 16. Jahrhunderts. Im Camerarius-Wiki haben wir seine Werke verknüpft und sichtbar gemacht, sodass ihr euch wie bei Wikipedia easy durch seine Werke klicken könnt. Die Challenge ist ja, dass Informatik und Geisteswissenschaften zwei völlig unterschiedliche Sprachen sprechen. Und dazwischen zu vermitteln, das ist die Herausforderung, die mir tatsächlich auch so viel Spaß macht. Wir befassen uns nicht mehr nur mit alten Texten, sondern zum Beispiel auch mit Musik, Filmen und Spielen. Also hier in Würzburg ist unsere Besonderheit, dass wir auf die technische Seite, auf die Informatik besonderen Wert legen. Und das erlaubt eine deutschlandweit einzigartige Kombination mit anderen geisteswissenschaftlichen Fächern wie der Musikwissenschaft, den Altertumswissenschaften oder auch der Kunstgeschichte. Diese Dinger hier nennt man Disketten. Die meisten von euch kennen die wahrscheinlich nur noch als abstraktes Symbol fürs Speichern. Hier im Retro-Computing-Labor kümmern wir uns darum, diese Dinger zu erhalten. Digital Humanities muss man ja immer zusammen mit einer Geisteswissenschaft studieren. Ich selbst komme ja aus dem museologischen Bereich und der alten Welt. Bei deinem Projekt geht es ja jetzt mehr in Richtung Germanistik. Vielleicht kannst du mal kurz zeigen, was genau du so hier machst. Also wenn wir hier so ein altes Buch haben und das Ganze beispielsweise für die Nachwelt erhalten wollen, dann müsste das Ganze natürlich eingescannt werden. Bilder bringen dann natürlich auch nicht so viel. Darum wird dann das Bild automatisch in Text übersetzt, gerade bei alten Schriften etwas schwieriger. Das Ganze wird dann in Code umgewandelt und dann auch wieder dargestellt und den Leuten zur Verfügung gestellt. Das könnte dann beispielsweise so aussehen. Weil so alte Bücher sollte man eigentlich nicht mehr anfassen. Ja, sehr cool. Wir beide sind ganz gute Beispiele dafür, was man mit Digital Humanities so alles anfangen kann. Ich arbeite in der Pressestelle der Uni Würzburg und kümmere mich unter anderem um die Website. Und ich arbeite im Bereich Social Media und betreue zum Beispiel solche coolen Filmprojekte wie dieses hier.